Ja, hallo hier am Sovi-Stammtisch. Die folgende Aufnahme, die ist total verhunzt, also zumindest auditiv. Das nur als kleine Warnung, ne? Wenn ihr empfindliche Ohren habt, wartet eine Woche bis zur nächsten Folge. Da muss ich allerdings sagen, dass der Punkt mit der Kritik, den Klaus gebracht hat, den fand ich durchaus interessant. Der schießt ja an unser Autoritätsgespräch Ja, damals. stimmt, ja. Und er hat ja gesagt, Kritik ist heute wirkungslos geworden, weil jeder sie äußern darf. Und dadurch kommt es nicht mehr zu dem Kampf, wo sich was ändern kann. Ein paar Sachen von dem, was er gesagt hat, habe ich schon verstanden und die fand ich auch richtig bemerkenswert dann. Ja, also ich glaube aber, gerade deswegen ist eigentlich Kritik ist viel schwerer geworden, weil es jeder auskann, also weil Kritik irgendwie seiner Wirkung entkleidet wurde, ne? Also wir hatten ja darüber gesprochen, dass mittlerweile, also dass die reine Tatsache, dass jemand einer anderen Meinung ist, schon als Kritik verstanden wird. Allerdings Kritik beansprucht ja irgendwie seine Verwirklichung. Weißt du, so, also und deswegen, die Kritik will begründet werden. Allerdings, wenn alles, was sich außerhalb dieses Bereich der naturwissenschaftlichen Fakt bewegt, Meinung ist, na, dann kannst du halt noch so gut begründen und die Kritik, die kann einfach nicht mehr wirkungsmächtig werden, weil sie sich in diesem Pool von rein Gefühlslagen oder Aussagen über reine Gefühlslagen befindet. Na, und gerade deswegen ist Kritik eigentlich schwieriger geworden, weil man sich erstmal Formen ausdenken muss, wie man überhaupt noch halt also dieses Anderssehen, dass man das überhaupt noch dazu kriegt, dass man da einen Anspruch rein formuliert, Ach den so, dass man ja. verwirklicht haben möchte, Dass der ne? andere dich nicht einfach ablockt mit seiner Toleranz. Du willst sozusagen die Intoleranz bei, du musst sozusagen etwas erfinden, was die Intoleranz des anderen herauskitzelt, um die Beziehungsweise, Kritik überhaupt noch bei ihm anschlussfähig zu machen. ich verstehe Toleranz übrigens völlig anders, weil Toleranz ist, also so das unterscheidet, würde ich, also ich würde das nämlich unterscheiden von Gleichgültigkeit. Also das ist auch Ja, so ein Punkt, okay, ja. dass Toleranz mittlerweile, also Toleranz ist Gleichgültigkeit, aber ich sage, Toleranz ist, ich formuliere meinen Punkt mit dem Anspruch darauf, dass das wahr ist, was ich sage. Aber ich nehme gleichzeitig dafür in Anschlag, dass ich falsch liegen könnte. Na, aber ich möchte es durchsetzen, weil ich davon überzeugt bin, dass es wahr ist, was ich sage. Und dann nehme ich ernst, weil ich ja die Befürchtung habe, dass es falsch sein könnte und er richtig liegen könnte oder sie. Und das ist der Punkt von Toleranz. Ne? Die Toleranz setzt gerade voraus, dass man seinen Standpunkt vertritt. Allerdings immer mit der Option, dass man sich irrt. Aber Und jetzt. Gleichgültigkeit scheidet das aus, weil das sagst so, ja, ich sehe das so, der sieht das so und das ist irgendwie gleichwertig und meins ist richtig, seins ist richtig, alles ist richtig, so, ne? Und damit ist halt der Kritik jeglicher Zahn gezogen. Aber ich glaube, wir strapazieren jetzt die Ja. Toleranz unseres Kommissar Strinkis, Ja, der nee, schon in der. der Leitung wartet. Nachher kommt noch das Sondereinsatzpunkt. Ich komme von der Schause. Hallo zurück zum Sovi-Stammtisch der guten unbestimmten Zeiteinheit. Unbestimmt ist sie aber nicht mehr. Die ist nicht mehr unbestimmt, aber darauf wollte ich später hinaus. Jetzt habe ich den Faden verloren. Dann mache ich dann einfach da weiter. Ja, denn wir werden diese unbestimmte Zeiteinheit auf ungefähr 30 Minuten bringen. Dafür wöchentlich. Genau. Ungefähr wöchentlich. Ungefähr wöchentlich. Und heute haben wir uns ein schönes Thema ausgesucht, was die meisten Leute kennen, die jemals Kontakt mit den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern hatten. Es geht nämlich um Verbrechen, Kriminologie. Und dazu haben wir den Kriminologen und Polizeihauptkommissar Andreas Schwinkendorf heute bei uns, mit dem wir uns ein bisschen unterhalten über all diese
Sachen, die da in dem Bereich der Kriminologie und der Polizeiarbeit beziehungsweise der Polizeiarbeit in der Kriminologie zu finden sind. Hallo. Hallo, herzliche Grüße aus Rostock. Und noch kurz muss der Höflichkeit Genüge getan werden, denn du hast auch eine Internetseite www.andreas-schwinkendorf.de, die wir natürlich auch allen Leuten, die uns zuhören, empfehlen wollen. Aber ich gehe mal davon, ich gehe stark davon aus, dass René den Link dann auch schriftlich und anklickbar zur Verfügung stellen wird, deswegen niemand das hier jetzt mitnotieren muss. Ja, und so wie Stammtisch, so wie -stammtisch.de sollte ja auch die Startseite unserer Hörer sein. Und da sehen die das ja jeden Tag. Jeden Tag. Ja. Genau. Ja, Kriminologie. Du wolltest noch was sagen, René? Ich wollte einen Tagesordnungspunkt einführen. Beantragen. Sag erst mal. Dass wir heute mal auf die Getränkerunde verzichten, weil wir ja zukünftig nicht mehr so viel Zeit haben. Und erstmal austesten, wie wir mit der Zeit hinkommen. Jetzt halbstündig und dafür öfter. Und das Zweite ist, wenn sich Leute wundern, warum der Sound vielleicht schlechter geworden sein sollte, das sind unsere neuen Modi. Also wir haben abgerüstet. Das erklären wir jetzt nicht weiter. Nee, es sollte einfach genügen. Es sollte genügen. Sollte es nicht genügen, meldet ihr euch einfach mal und dann schauen wir mal, ob wir wieder aufrüsten. Aber es ist einfach so aufwendig gewesen. Genau. Und dafür können wir jetzt öfter. Wir können öfter, aber dafür nicht so qualitativ hochwertig. Ich möchte jetzt aber auch ganz schnell verschwinden von diesem ganzen organisatorischen Schnickschnack, denn ich möchte wirklich zu unserem Thema kommen, weil mich das auch ziemlich interessiert. Aber zu dem Thema hätte ich tatsächlich noch einen wunderbaren Einstieg. Ja. Wenn ich darf. Ja, lass dich nicht aufhalten. Ich habe nämlich einen Kollegen von unserem Gast und da habe ich ein Zitat von ihm aufgenommen, das spiele ich euch gleich mal vor. Und zwar müsste ich jetzt nur wissen, wie der Kollege heißt von Andreas? Ja. Wie heißen deine Kollegen? Ach, hier habe ich es jetzt. Ich hätte das jetzt mir die mal nennen müssen. Okay, das ist ein Professor Nils Zurawski aus dem Institut für Kriminologische Sozialforschung in Hamburg. Und der hat Folgendes gesagt. Und ich glaube, das ist ein super Einstieg. Das Gute an einem Kriminologen ist, im Gegensatz zum Soziologen, der ich nämlich eigentlich bin, ist, wenn ich auf eine Party komme und sage, ich bin Soziologe, kein Mensch mit mir spricht. Tierische Langeweile. Oh, ja, weiß ich, machst du was mit drogenabhängigen Jugendlichen, hilfst du alten Müttern über die Straße. So. Wenn ich sage, ich bin Kriminologe, was ich immer gern tue, habe ich sofort jede Menge Gesprächspartner. Super, spannend. Machst du das wie bei CSI? Bist du Profiler? Tolle Sache. Kann ich das auch werden? Auf jeden Fall habe ich jede Menge Gesprächspartner. Das ist besser. Es ist wesentlich sexier, Kriminologe zu sein, als Soziologe. So. Ist das tatsächlich so? Ist das ein Vorteil für soziale Interaktion, Kriminologe zu sein? Hat man Vorteile? Also sagen wir mal so, ich habe ja im Rahmen meines Studiums mich sehr intensiv mit dem Thema Fußball und Gewalt beschäftigt. Und über dieses Thema kommt man tatsächlich sehr schnell ins Gespräch. Ich habe das bislang noch nicht so gesehen, dass das sexier klingt als Soziologe, aber es ist mal ein spannender Ansatz, das so zu betrachten. Tatsächlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, gibt es zumindest Nachfragen und es ist immer wieder erstaunlich, dass Kriminologe sehr oft verwechselt wird mit Kriminalist, was ja letztlich, wenn man in die Tiefe geht, durchaus unterschiedliche Geschichten sind. Tatsächlich hätte ich jetzt den Unterschied auch nicht gewusst, was jetzt der Unterschied zwischen Kriminologe und Kriminalist ist. Was ist denn der Unterschied? Also Kriminalistik ist vom Grunde her mit der Zielrichtung der Tat. Also die Wissenschaft vom taktischen, technischen und strategischen Vorgehen bei der Kriminalitätsbekämpfung, auch die Tatermittlung und
beweiskräftige Täterüberführung meinethalben, während sich die Kriminologie eher mit dem Täter als solchem beschäftigt. Und gestoßen auf die Kriminologie bin ich, zum einen bin ich ja jetzt im 17. Dienstjahr bei der Polizei und ich habe ein Zitat im Rahmen meines Studiums gehört, was mich bis dahin nicht mehr losgelassen hat. Und zwar ist das von Franz von Liszt, der gesagt hat, die Bekämpfung des Verbrechens setzt die Kenntnis des Verbrechens voraus. Und ich habe immer wieder festgestellt, wenn wir Ladendiebe, also Kinder zu ihren Eltern gebracht haben und ich die Eltern gesehen habe, ich dann immer noch so aus dem Bauch heraus gesagt habe, alles klar, nun wundert mich eigentlich gar nichts mehr. Mhm. Aber diese Kausalität schien mir dann auf den ersten Blick doch zu einfach, sodass ich gesagt habe, okay, ich möchte mich also mit der Kriminologie beschäftigen. Habe dann das Studium auch abgelegt und festgestellt, jawohl, das war genau das Richtige. Und letztlich ist die Kriminologie ja die Lehre vom Verbrechen, also von den Entstehungszusammenhängen, Erscheinungsformen. Da geht es jetzt in der neuerlichen Kriminologie auch um Vorbeugungs- und Bekämpfungsmöglichkeiten, mhm. Sanktions- und Behandlungsformen und interessanterweise auch relativ neu, dass also die Devianten auch im Gefüge von Staat und Gesellschaft gesehen werden. Verbrechenskontrolle ist dort auch ein wichtiger Punkt. Okay, das finde ich ganz spannend, weil also mir erscheint es auf jeden Fall so, dass die Kriminologie auf jeden Fall sehr stark mit der Soziologie im Allgemeinen zusammenhängt oder vielleicht sogar eine, wenn man so will, eine Teildisziplin, also der Soziologie ist, wenn man so will, eine Soziologie des Verbrechens. Also es ist letztlich natürlich eine Philosophiefrage, welche Wissenschaft die Nachbarwissenschaft der anderen ist. Tatsächlich ist es aber so, dass die Kriminologie viele Nachbarwissenschaften vereint. Soziologie, Biologie, Psychologie, aber auch Physik in Teilen. Aha. Und da hat man quasi das Konglomerat, diese Interdisziplinarität, die diese ganze Sache ausmacht, also den Blick über den Tellerrand hinaus. Und das macht die ganze Geschichte spannend. Und gerade was die Nachbarwissenschaften angeht, daran orientiert sich ja zum Beispiel auch die Einteilung von Kriminalitätstheorien. Also eine sehr, sehr spannende Geschichte. Das wäre ja mal, da könnten wir ja direkt mal reingrätschen. Du hast ja gesagt, Biologie, Soziologie, Psychologie. Und ich, so meines Wissens haben die auch sehr unterschiedliche Erklärungen. Ja. Was denn nun ein Verbrecher, was denn nun ein Verbrechen ist. Ja. Also ich möchte mal eine Geschichte hier zum Besten bringen, die mich schockiert hat. Wir sind ja momentan gerade in diesem Flüchtlingsdiskurs. Ja. Und da wird ja immer die, da gibt's ja Leute, die schleusen sozusagen Flüchtlinge hierher. Und da gab es einen Artikel, ein Mohammed Darwish, Fluchthelfer gegen Geld, hat 3 Jahre Gefängnis bekommen. Und im Gegensatz, ein paar Jahre zurück, Jahrzehnte vielleicht, ein Hasso Herschel war DDR-Fluchthelfer gegen Geld, hat ebenso Pässe gefälscht, hat Leute aus der DDR in die BRD geschleust und hat das Bundesverdienstkreuz bekommen. Im Kern haben sie ähnliche Sachen gemacht. Leute aus einer, ja, aus einer bedrängten Staatlichkeit, denen zu helfen, in die BRD zu kommen. Der eine ist ein Verbrecher mit Gefängnis und der andere ist ein Held. So. Was ist da jetzt? Biologie, Psychologie, Soziologie? Ich glaube, der Ansatz ist hier ein völlig anderer. Also es ist, glaube ich, vornehmlich Soziologie. Und als du das eben, diese beiden Beispiele, die auf den ersten Blick scheinbar identisch sind, musste ich sofort an Labeling Approach denken, also die Etikettierungstheorie. Denn die Frage ist natürlich, du hast jetzt die ganze Zeit von Verbrechen, Verbrecher gesprochen. Man muss sich ja, damit man über einen gemeinsamen Zeichenvorrat verfügt, mal darüber im Klaren sein,
was ist denn ein Verbrecher? Da sagt das StGB, also das Strafgesetzbuch, sicherlich was völlig anderes aus, als das, was man aus der Bauchlage heraus entscheidet. Und die Frage ist natürlich, warum ist eine Tat, die begangen wurde, ein Verbrechen? Wer sagt das denn? Wer sagt denn, dass es schlimm ist, jemanden anderen zu töten? Das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber die Frage sei berechtigt. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel aus Sicht der Polizei an § 175 StGB denke, das ist eine Vorschrift, die mittlerweile abgeschafft ist, das ist der sogenannte homosexuellen Paragraph. Also bis vor etlichen Jahren war Homosexualität noch eine Straftat. Mittlerweile haben wir es natürlich jetzt überlebt und gesagt, okay, wir müssen auch unsere Normen und Werte, unsere Vorstellungen ändern. Das ist mittlerweile anders. Und das sehe ich hier ähnlich, denn ob etwas ein Verbrechen, also kriminell, deviant ist, das legen ja wir fest. Und gerade die Vorstellung von dem, was ein Verbrechen ist, unterliegt ja historischen und gesellschaftlichen Wandeln. Irgendjemand spielt jetzt heimlich Spiele oder hat ein Handy laufen? Ich wurde gerade angerufen, so. Ich konnte das so schnell nicht wegdrücken. Zum Einsatz. Haben wir schon erwähnt, dass du auch Polizeihauptkommissar bist? Ja, okay. Polizeiwissenschaftler habe ich parallel auch noch gemacht. Ja. Das ist für die Polizei unheimlich spannend, diese Wissenschaft. Du bist ja alles für die Polizei fast. Aber ich habe hier im Soziologie-Magazin geblättert. Die haben nämlich eine Ausgabe zur Kriminologie und die verlinke ich auch. Und da hat ein Professor Helge Peters gesagt, ohne das Urteilen wären Strafrichterinnen wäre das Handeln, über das sie zu urteilen haben, keine Kriminalität. Die Kriminalität entsteht also durch das Urteilen von Strafrichterinnen. Die machen die Kriminalität. Richtig, das wäre eine Betrachtungsweise. Labeling Approach, das ist genau das, was ich versucht habe darzustellen. Die Frage ist ja auch, machen sie das Verbrechen oder ist es per se da und wir bezeichnen es nur als solches? Also das ist doch auch so eine Prinzip, da ist man auch auf dem Feld so der praktischen Philosophie, der Ethik irgendwie, finde ich. Weil da ist ja auch halt so dieser Streit zwischen so einer eher konstruktivistischen Sicht, des ontologisch, das ist die ontologische Sicht des essentiell Guten, nicht? Irgendwie, und des essentiell Schlechten, was dann halt wohl wahrscheinlich im Optimalfall als Verbrechen behandelt wird, nämlich als das Handeln, das wir nicht haben wollen oder nicht haben wollen sollten. Und dann halt auf der anderen Seite dieses Konstruktivistische, weil ich als Konstruktivist würde jetzt erstmal als Erklärung heranziehen für was ist denn Verbrechen? Naja, Verbrechen ist halt das, was allgemein als Verbrechen behandelt wird. Und da finde ich auch ganz wichtig, darauf abzusehen, was allgemein oder überwiegend als Verbrechen behandelt wird, ja selbst in sage ich mal, in so abgegrenzten, kleineren Gruppen, wenn wir jetzt zum Beispiel nur Deutschland nehmen, was ja, sage ich mal, strafrechtlich wahrscheinlich ein Raum ist, mit dem das Strafrecht gibt nicht irgendwie Sachen, die Ländersache sind, oder? Denn weil denn wir jetzt... Ich habe dich auch nicht ganz inhaltlich, also ich dir auch nicht ganz folgen. Ja, weil Deutschland ist ja, sage ich mal, auch so eine kleine Gruppe wie Deutschland. Die ist ja jetzt, sage ich mal, strafrechtlich gesehen ist das ein Raum. So, da gilt überall das gleiche Strafrecht. Aber selbst in dieser Gruppe der Menschen, die in Deutschland leben, gibt es Abweichungen, was als Verbrechen oder was nicht als Verbrechen angesehen wird, beziehungsweise dann halt anders formuliert, weil was als Verbrechen angesehen wird, das ist irgendwie alles klar. Man kann aber sich bewusst davon abgrenzen und sagen, nein, das sehe ich nicht als Verbrechen. Man könnte ja so ein Robin Hood Beispiel da machen, irgendwie sich zusammen konstruieren, dass dann irgendwie ein armer Mann, der zu Hause eine ebenso arme Frau hat, die aber irgendwie todkrank ist und sie können sich die Medikamente nicht leisten und sie werden aus irgendwelchen Gründen auch nicht von der Kasse bezahlt, dass der jetzt hingeht und die Apotheke beklaut.
wie er passiert im Film. Ich weiß nicht, wie der Film hieß, mit Denzel Washington. Ist genau das Szenario passiert. Ach, ja, stimmt. Ich erinnere mich, ja. Und da würden, also allen wäre ja klar, das ist ein Verbrechen, weil was Verbrechen ist, das ist ja, sag ich mal, schon durch. Aber einige würden sagen, nee, das sehe ich nicht als Verbrechen. Das ja, und da ist die Frage, wo sind denn da die Gene und wo ist die Persönlichkeitsstörung? Das sind ja die, glaube ich, von der Biologie und Psychologie oft vorgetragenen Erklärungen für wollen wir mal ein Fachwort verwenden für abweichendes Verhalten? Ja, warum nicht? Devianz. Ja. Und da kann man ja nicht sagen, das ist in sein Gen, dass er jetzt hier als Apothekenüberfallverbrecher ein Verbrechen begeht. Oder es wäre eine Persönlichkeitsstörung oder so. Die Frage, das sieht er ja nicht. Also die Frage ist, ob das eine Persönlichkeitsstörung ist. Ich denke jetzt die ganze Zeit an den Anlage-Umwelt-Streit in diesem Zusammenhang. Und da sind wir bei der Biologie und Soziologie. Ist es nur Anlage oder Umwelt oder beides oder gar nichts? Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und ich glaube, dass wenn man sich verschiedenste kriminologische Theorien anguckt, man zu verschiedenen Ergebnissen kommt. Aber man darf ja eines nicht vergessen. Es gibt weder die Tat, noch gibt es den Täter, sodass es mithin auch nicht die kriminologische Theorie geben kann. Ach so, ihr habt also gar nicht so einen Common Sense, wo ihr sagt, Etikettierungsansatz ist jetzt unser Paradigma zum Beispiel. Nein, also man versucht das mit mehr Faktoren ansetzen, um ja möglichst ein großes Spektrum an Taten und Tätern abzudecken, aber selbst das wird dem nicht gerecht. Und wenn du dir die verschiedensten oder ihr euch die verschiedensten Theorien ansieht, werdet ihr sehen, dass es für ein Großteil der Taten einen Erklärungsansatz bietet, aber eben nicht für alle. Meine Lieblingstheorie, so will ich sie mal nennen, ist die Anomie-Theorie. Die erklärt einen Großteil des devianten Verhaltens. Im Übrigen finde ich Devianz ein sehr gutes Beispiel, einen sehr guten Terminus, weil der über Delinquenz hinausgeht. Die Anomie-Theorie besagt ja, dass die Gesellschaft Ziele vorgibt, also vom Tellerwäscher zum Millionär, also vorgaukelt, dass jeder in der Lage ist, ein Ziel zu erreichen, aber die Mittel, die legalen Mittel zur Erreichung dieser Ziele ungleich verteilt. Und da sind wir dann bei dem Anomiedruck und das kann ich nochmal den Haken schlagen zu dem Ladendieb, den ich vorhin erwähnt hatte, der also in der Schule gehänselt wird und dann per se weder aus genetischer Prädisposition handelt, nach meiner Auffassung, noch aufgrund irgendwelcher sonstigen genetischen Abnormalitäten, sondern er hat im Prinzip von der Umwelt den Druck auferlegt bekommen und ist diesem Druck erlegen. Ein Gedanke, den ich hier spontan formulieren muss, bevor er nämlich verschwunden ist, das erinnert mich stark an Pierre Bourdieu mit seinen Kapitalsorten, so diese Ausstattung, um diese gesellschaftlich definierten Ziele zu erreichen. Definiert ja Pierre Bourdieu so verschiedene Sorten von Kapital, das soziale Kapital, das ökonomische Kapital und das kulturelle Kapital, die ja im Prinzip denn alle auf ihre Art und Weise genau dafür eingesetzt werden können, um diese definierten Ziele zu erreichen, ob das jetzt soziale Kontakte sind, also diese sozialen Netze, auf die man zurückgreifen kann, ob das jetzt Bildung ist, am besten in Form von Zertifikaten und so weiter, oder halt sticht, naja, Reichtum, der einem das ermöglicht. Also mir scheint das irgendwie ähnlich zu sein. So ja. Dieses. Weil dann ist natürlich auch, denn gibt es aber, also weil dann gäbe es ja so einen sehr starken Zusammenhang zwischen der Kapitalausstattung und dem devianten Verhalten dann. Also wäre dann ja klar, wenn ich kein Kapital habe, dann will ich mir das natürlich aneignen. Genau, aber. Und das ist ja die Frage, ob die Mittel,
die mir zur Verfügung stehen von der Gesellschaft, als akzeptable Mittel zur Verfügung gestellt werden oder als inakzeptable. Und wenn ich Glück habe, bin ich so ausgestattet, dass ich mit legalen Mitteln rankomme, und wenn ich Pech habe, nicht. Und der Merton, das ist ja eine Theorie von Robert Key Merton, die Anomie-Theorie, und der hat das ja untersucht und der hat ja gesehen, dass in Gesellschaften, die viel Wert auf Ziele legen, die überbetonen, zum Beispiel in Amerika dieses Reichsein, dass das ein ganz oder Geld haben ganz hoher Wert ist, aber die dann gleichzeitig die Mittel dazu knapp hält, dass dort die Kriminalität dann steigt gegenüber anderen Gesellschaften. Ne? Übrigens zur Anomie-Theorie, die auch zu meiner lieblingskriminologischen Theorie gehört, haben der Diego, der heute nicht da ist, und ich ein zweistündigen Zweiteiler-Podcast gemacht, den ich auch verlinken werde, wo wir die bis ins Kleinste diskutiert haben. Das sei nur hier unseren Hörern angemerkt, dass die in den Genuss kommen. Also doch sehr schöne Theorie. Weil, aber was das denn ja alles, also weil die, sag ich mal, die Strafverfolgung und die Gesetzgebung und die Gerichte, die Rechtsprechung, die tritt ja dann im Prinzip nicht auf als, naja, die ist ja im Prinzip Teil des Spiels. Die ist ja Teil dieser ganzen Kapitalsorten, beziehungsweise lässt sich auch durch diese Kapitalsorten dann auch formen, wenn man so will. Weil das ist doch gerade Teil des Ganzen, dass ja, wenn die Gesetze und dieser, und also der Bereich des Rechts, wenn der unabhängig von diesen Kapitalsorten wäre, naja, dann wären ja die Kapitalsorten irgendwie auf einmal machtlos geworden. Also ist es ein, also weil dieser Gedanke, die sich da gerade irgendwie bei mir entwickelt, ist denn im Prinzip das, was denn irgendwie, womit man sich beschäftigt, wenn man denn darüber nachdenkt, was Verbrechen und so weiter ist und was Verbrechen und Devianz und so weiter, es ist, dass das im Prinzip nicht unbedingt der Bereich ist, mit dem sich dann das Recht auseinandersetzt. Nun, dass das Recht, also wenn du jetzt auf die Rechtsprechung eingehst, ob schon mal natürlich wissen muss, dass 70% aller Straftaten gar nicht erst bei Gericht landen, sondern im Vorfeld schon eingestellt werden. Da denke ich sofort an Heinrich Popitz, Präventivwirkung des Nichtwissens. Letztlich haben wir ja in den Strafgesetzbüchern haben wir die entsprechenden Tatbestandsmerkmale, und die Sanktionierung lässt ja immer einen gewissen Rahmen zu, von Geldstrafe bis Freiheitsentzug. Zu 10 Jahren meinethalben. Die Gerichte müssen die Tatbestandsmerkmale, die Rechtswidrigkeit und die Schuld herausarbeiten und dann ein, wie es immer so schön heißt, Tat- und Schuld angemessenes Urteil finden. Tat angemessen, das ist ganz klar, da können wir gucken, ob es ein einfacher Diebstahl oder ein Diebstahl im besonders schweren Fall ist. Und Schuld angemessen, da werden tatsächlich kriminologischen Aspekten, wird da Rechnung getragen, dass man schon schauen muss, dass eine Sachbeschädigung nicht gleich einer anderen sein muss. Das hat zum Beispiel was mit der Höhe des entstandenen Schadens zu tun, dem subjektiven Tatbestand, also war es jetzt ein wirklich direkter Vorsatz, dolus directus, oder ein Eventualvorsatz. Und das sind alles so Sachen, die Gerichte berücksichtigen müssen. Werdet ihr da als Kriminologen vor Gericht zitiert, irgendwie als Gutachter? Weil ich sehe immer bei der Barbara Salisch und so, da waren nie ein Kriminologe, da waren Psychologen, Pädagogen. Also ich kann dir sagen, Barbara Salesch, Alexander Holt und wie sie alle heißen, die haben nicht ansatzweise was mit dem zu tun, wie es tatsächlich und wahrhaftig vor Gericht zugeht. Und echt nicht? Nee. Du hast gerade, weil du hast gerade meine ja, absolut.
Na, ich sag mal, Barbara Salisch läuft doch immer darauf hinaus, dass, wenn, nehmen wir mal an, eine Sendung geht 30 Minuten, dass 25 Minuten nicht ganz klar ist, wer es denn nun war, und dann zum Schluss immer ein Überraschungszeuge kommt. Letztlich ist es so, dass, und ich versuche mal zu schätzen, dass 95% Fluss, obwohl diese Zahl natürlich eine Bauchlage ist und nicht sehr valide, 95% plus der Gerichtsverfahren, da sind die Sachen eindeutig. Da geht es nur noch um Ergebniskosmetik, will ich es mal nennen. Dass also der Anwalt versucht, ein möglichst geringes Urteil heraus zu kommunizieren, so will ich es fast sagen. Aber ansonsten ist das eine ganz sachliche, nüchterne Geschichte. Also langweilig. Ja, also in der Regel schon, na ganz klar. Aber da hat man tatsächlich als mittlerweile ja dann Angeklagter, dann ist man ja nicht nur mehr schuldigter Angeklagte, die Möglichkeit, sein rechtliches Gehör dort wahrzunehmen und nochmal seine entlastenden Punkte dort einzubringen. In der Regel. Ich war ja schon mal vor Gericht, ich kenne mich da aus, nicht als Straft, sondern vom Zivilgericht. Okay. Und ich fand schon, dass ich im Recht war. Das fand die Gegenseite nicht. Ja, und aber ich durfte meine Narrenfreiheit als gegenüber dem Anwalt der Gegenseite also ich hatte eine gewisse Narrenfreiheit, weil ich halt unbedarft war mit der Rechtsprechung und so und habe dann irgendwie auch Recht gekriegt am Ende. Aber das fand ich schon spannend. Also ich fand die Gerichtsverhandlung sehr spannend. Also war aber kein Strafgericht und wenn ich als Angeklagter da gesessen hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht spannend gefunden. Sondern ging es um einen kleinen Betrag von 200 Euro. Aber wir haben ja gedacht, wir wollen den Stammtischcharakter mehr in den Mittelpunkt rücken und da müssen ja auch mal solche persönlichen Abenteuer untergebracht werden. Ja, ganz klar. Also persönliches Abenteuer ganz kurz. Wir hatten also jüngst einen Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher im Prinzip beim Einparken gegen ein anderes Fahrzeug gefahren ist, damit du auch mal weißt, was ich meine damit. Verursacher oder Verursacherin? Verursacher. Okay. Der ist also rückwärts eingeparkt, ist dann gegen ein Fahrzeug gefahren im ruhenden Verkehr, hat uns dann angerufen. Ich habe dann festgestellt, dass er Alkoholgeruch in der Atemluft hat. Und das ist die sogenannte gefährliche die Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach 315c, dann diese üblichen Geschichten, er hat also 0,9 irgendwas gepustet, mit üblichen Geschichten meine ich halt Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins, der vorläufige Entzug der Fahrerlaubnis und letztlich hat er behauptet, dass er den Unfall verursacht hat und danach getrunken hat. Bei uns heißt das dann behaupteter Nachtrunk. Wir haben da also dann die zweifache Blutprobenentnahme durchführen lassen von meinem approbierten Arzt mit dem Ergebnis, dass die beiden Blutproben, die eine halbe Stunde auseinander liegen müssen, da aber nur 18 Minuten auseinander lagen, weil der Arzt, glaube ich, irgendwie Termindruck oder sowas hatte. Und tatsächlich musste die Rechtsmedizin feststellen, dass also eine Zurückrechnung nicht möglich ist, dass die üblichen Abschläge kommen mit dem Ergebnis, dass der Herr freigesprochen wurde, dass also die Sicherstellung des Führerscheins und die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis rechtswidrig waren, er wieder fahren darf. Und da stellt sich die Frage, das musste ich eben dran denken, als du gesagt hast, du hast Recht bekommen. Hat denn hier irgendeiner Recht bekommen? Ja. Nee. Also, naja, er insofern, wenn er behauptet hat, der Angeklagte, dass er zu Unrecht einkassiert wurde, dann hat er insofern Recht, dass er das Unrecht behauptet hat. Aber das ist, glaube ich, konstruiert. Ich weiß schon, wie du das meinst. Ja, das weiß ich nicht. Ja, das ist die Frage, was ist ein Meter im Weltall? Also je nachdem, von welchem Betrachtungswinkel man dort und ich glaube, Thomas, du hattest das vorhin gesagt, was jetzt Verbrechen angeht. Wenn ich bei uns an der Fachhochschule den Polizeinachwuchs doziere, dann frage ich auch immer, wer von Ihnen hat denn schon mal eine Straftat begangen? Und bitte dann darum, diejenigen, die das schon mal gemacht haben, sich zu melden. Erfahrungsgemäß meldet sich dann niemand,
weil dann viele irgendwie daran denken, Diebstahl oder irgendwie sowas. Und wenn ich dann nachfrage, naja, haben Sie denn schon mal irgendwie von der Arbeit mal einen Kuli mitgenommen oder sagen wir mal ein Packen Papier oder sowas, dann kommen schon mehrere Finger. Wo man dann sagt, na gut, also das ist doch eingeplant, das ist doch jetzt nichts Schlimmes. Aber das ist die persönliche Legitimation abweichenden Verhaltens, während der eine sagt, na, ich würde doch nicht konkret jetzt irgendwas klauen, aber mal so einen blöden Kuli mitgehen lassen, also das ist ja nun nicht wirklich schlimm. De facto auch eine Straftat. Und das ist immer spannend. Wie betrachte ich das? Persönliche Legitimation. Und ich glaube, da kommen wir dann in einen Bereich, der sehr interessant werden kann, und zwar, wenn sich Straftaten mit Politik und politischem Handeln vermischen. Aber das wollen wir uns dann einfach mal in der nächsten Folge weiter durch den Kopf gehen lassen. Und bis dahin, ja, viel Spaß mit eurem Leben. Was ist denn das für eine Verabschiedung? Die Musik, die hat mich gezwungen. Ein Unterdruck. Viel Spaß mit eurem Leben. Meinst du nicht, das kann man, ich finde, das kann man lassen, oder? Findest ja, du, zumal die Musik kann? Ist von Monopoly, von dem Spiel Monopoly, muss ich sofort, assoziiere ich sofort. Ja, aber das Monopoly, also du meinst, aber nicht das Brettspiel. Nein, ich meinte schon das Computerspiel und ich hoffe nur, dass du das auch nutzen darfst. Das ist tatsächlich eine Freilizenz. Ach so, du meinst, weil du mich sonst gleich hier einkassierst? Nein, aber ich bin ja jetzt Privatperson. Ja, oh Gott, da muss ich nur abbrechen. Lizenzrechtlich bedenkliche Musik einem ja, zum Glück kein Kriminalhauptkommissar. Aber die ist frei. Okay. Die ist frei. Aber wie dem auch sei, wir verabschieden uns dann zumindest aus der rechtlichen Grauzone. Ja, und okay. Ohne Zitat machen wir keine Abschlusszitate mehr. Nicht, wenn die Musik mich so zwingt. Dann verweigere ich mich. Hier, komm, mach ein Abschlusszitat schnell. Haben wir bisher immer gemacht. Okay. Oder wollen wir okay, keinen mehr machen? Ein Abschlusszitat. Okay, Oscar Wilde hat mal gesagt, je weniger Strafen, desto weniger Verbrechen. Dankeschön. Hallo zurück zum Sowie-Stammtisch, euer nun festgelegten halbstündigen Zeiteinheit. Die recht kurz ist, ne? Die absolut kurz ist, die schon fast zu kurz ist, aber wir wollen versuchen, sie optimal zu nutzen. Und zwar immer noch mit Andreas Winkendorf, Kriminologe, Polizeiwissenschaftler, wie wir letztes Mal noch dazu erfahren haben, und Polizeihauptkommissar. Und nicht Kriminalhauptkommissar. Nicht Kriminalhauptkommissar. Das ist eine wichtige Unterscheidung, wie du im Vorgespräch mich darauf hingewiesen hast. Ja, sehr korrekt. Da lege ich großen Wert drauf. Wir haben dich mit Kriminalhauptkommissar. Und ich muss sagen, ich wollte ja früher mal zur Polizei. Weil ich war ein Sherlock-Holmes-Fan und ein Columbo-Fan. Und ich habe so viel Übereinstimmung zwischen Columbus Alltagsverhalten und meinem gesehen, dass ich sage, da musst du zur Polizei. Und bin ganz knapp beinahe Polizist geworden. Es war nur so, dass die Einstellungstests verschoben wurden damals. Um ein Jahr haben die eine Aufnahmesperre gehabt. Und wäre ich 14 Tage eher mich angemeldet, wäre ich heute Polizist gewesen. Und dann hätten Andreas und ich hier einen Polizeipodcast ohne Thomas gemacht. Und ja, dann wurden die Weichen anders gestellt und ich bin dem Polizeiberuf insofern immer noch ein bisschen verbunden, dass ich Polizisten, dass ich mich freue, wenn ich Polizisten sehe, wo ich aber einige kenne, die sich nicht freuen, dass sie Polizisten sehen. Aber ich schweife ab. Du wolltest erklären, warum es wichtig ist, die Unterscheidung zu treffen zwischen Kommissar der Polizei und Kripo. Wobei ich da im Fernsehen sind immer die von der Kripo die Klugen. Ja, das ist richtig. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Unterscheidung per se wichtig ist. Mir ist sie wichtig. Wir sagen bei uns immer, richtige Polizei trägt Uniform. Und Columbo wäre tatsächlich ein Kriminalpolizist. Ich hatte Aber Columbo
Columbo hast du doch auch lieb, oder? Die kann man doch nicht lieb haben, Columbo, oder? Der ist also irgendwie knuffig. Columbo fetzt schon. Ja, aber ich glaube, das ist auch persönliches Gusto, was man nun wirklich mag. Also mir ist dieser Bürojob nicht. Auch das habe ich ja eine Zeit lang gemacht, sodass ich glaube, über beides urteilen zu können. Aber ich bin eher ein Mensch der Straße. Und interessanterweise ist es wirklich so, wie es in den Krimis dargestellt wird, dass die Schutzpolizei das Flatterband drumherum zieht um den Tatort und dann maximal hochhebt für die Kriminalpolizei. So ist es ja tatsächlich nicht, denn die Ermittlungsergebnisse der Kriminalpolizei stehen und fallen mit der Vorarbeit durch die Schutzpolizei. Die macht ja tatsächlich den ersten Angriff, denn die ist auch diejenige, die angerufen wird, wenn irgendjemand verhauen, beklaut oder erschossen wird. Und erst im zweiten Anlauf gibt es dann den ersten Angriff der Kriminalpolizei, die dann die Spurenuntersuchung macht, Zeugenvernehmung etc. pp. Aber die Vorarbeit ist wichtig und ich hatte ja vorhin schon gesagt, in der Regel ist es so. Letzte Woche. Dass Schutz und Kriminalpolizei in einem und demselben Gebäude sind, wo die Schutzpolizei unten ist und die Kriminalpolizei oben. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist nicht zufällig, argumentiert es nicht für einen Bürger, ja? Man hat selten den Fall, dass einem ein Gefühl so auch noch so bildhaft dann gegenübertritt in Form einer Architektur. Ja, aber da ist doch auch eine Praxis dahinter. Die Bürger, die ins Polizeipräsidium kommen, richten sich ja in erster Linie erstmal an die uniformierten Beamten. Und wenn die da bis ganz hoch laufen müssen. Na gut, wir haben einen Fahrstuhl. Das ist ein Servicegedanke. Aber interessanterweise, du hast mich auf einen weiteren Gedanken gebracht, hat es manchmal durchaus Sinn, dass ein uniformierter Polizist das Gespräch sucht. Das hat bei nicht den Jungen, aber bei den Älteren durchaus noch eine andere Akzeptanz, eine andere Wirkung als Kriminalpolizei. Und wir kennen ja aus dem Film Terminator 1 oder 2, weiß ich nicht, der so ein ganzes Polizeirevier sprengt, dass wenn man oben war, hatte man erstmal mehr Chancen, weil der von unten nach oben alles aufgeräumt hat. So. Also die Möglichkeit von Killermaschinen aus der Zukunft hat natürlich mit Sicherheit eine große Rolle gespielt bei der Planung der Architektur. Aber wir haben letzte Mal jemanden vergessen, nämlich den Dürkheim. Ja. Den Dürkheim haben wir zum Thema Kriminalität vergessen und da haben in der Zwischenzeit ganz viele Leute sich beschwert, nehme ich mal an, in der Woche, die dazwischen lag. Weil der ist doch eigentlich sozusagen maßgeblich, glaube ich, für die Kriminalsoziologie. Also wenn man es mal zusammenfasst, der Gründungsvater der Soziologie, einer der Gründungsväter, der hat ja gesagt, Kriminalität ist nützlich. Gesellschaft muss Normen haben. Ohne Normen fällt die auseinander. Das ist sozusagen in dem Gesellschaftssystem inhärent als Kitt drin. Und Gefängnisse und Kriminalität zeigen, wo die Grenzen der Norm sind, führen zu einer Diskussion über die Norm und etablieren die Norm und konstituieren die erst und dadurch konstituieren sie gleich die Gesellschaft mit, weil sie eben so stark auf Normen, auf gemeinsam geteilten Normen fußt. Und würden jetzt alle Straftäter rechtschaffend werden, von einem Tag auf den anderen durch, wir hatten ja hier auch einen Psychologen zu Gast, den Bartoschek, der immer so gegen die Soziologie und für die Psychologie, und würden diese Psychologen, alle Kriminellen, alle heilen, und rehabilitieren und resozialisieren, die wären alle rechtschaffend auf einen Schlag, müsste die Gesellschaft neue Kriminelle erfinden nach Willkür, sonst würde die Gesellschaft auseinanderfallen und dann würden Rothaarige, weil sie rothaarig kriminell seien, man würde wieder sagen, Homosexuelle sind kriminell, weil die Gesellschaft braucht nach Dürkheim die Kriminalität, um zu existieren. Wie findet ihr das? Also gerade du als Polizeikommissar, du nimmst Leute fest in dem Wissen, dass wenn du die nicht festnehmen würdest, du nach Willkür ausgewählt andere festnehmen müsstest.
Also ich habe die ganze Zeit jetzt drüber nachgedacht. Ich glaube, dass dem absolut zuzustimmen ist, was Durkheim dort gesagt hat. Im Übrigen geht ja auch die Anomie-Theorie ursprünglich auf ihn zurück und Robert King Merton hat sie nur weiterentwickelt. Aber ich wollte letzte Woche nicht durch Klugscheißen auffallen. Aber das will ich in diesem Zusammenhang tatsächlich dann nochmal erwähnen. Tatsächlich wäre es so, das glaube ich auch, dass wenn es kein deviantes Verhalten mehr gäbe, man es tatsächlich festlegen müsste, labeln müsste, etikettieren müsste. Ich möchte da jetzt widersprechen. Zum Teil aus Prinzip. Nee, aber ich glaube, also ich möchte jetzt, denn möchte ich mich schon wieder in Theorien umteilen, von denen ich nur Halbwissen besitze. Immer doch gewohnt. Ja, absolut. Stehe ich auch zu. Die Hälfte ich. Ich möchte das Bild der Klassengesellschaft anführen. Das wäre bei Marx. Dass ja die Gesellschaft, also dass ja die Gesellschaft oder Gesellschaftsform sich bis jetzt gerade durch Klassenkämpfe strukturiert haben, also einer herrschenden Klasse und einer dann beherrschten bzw. unterdrückten Klasse. Und dass die Gesetze denn im Prinzip institutionelle Mittel sind, um diese Struktur zu verfestigen. Ich will mich jetzt auch gar nicht an den Begriff der Klasse aufhängen, sondern vielmehr will ich denn darauf hinaus, dass ja, naja, insofern es in einer Gesellschaft denn Menschen gibt, die unterdrückt werden, wird es denn immer auch zu Rechtsbrüchen kommen. Und dann, und im Prinzip dann würde ich, also wenn man das so betrachtet, wäre dann ja eine Gesellschaft, in der es denn keine Verbrechen mehr vorkommen würden, also dann wäre das im Prinzip die gleiche, also die Gesellschaft, in der soziale Gleichheit realisiert ist. Das hat natürlich auch immer das Problem, wo ja auch irgendwie Adorno dann damals immer darauf hingewiesen hat, so dass er vielleicht an sowas wie eine Gesellschaft glaubt, die in der soziale Gleichheit und so weiter realisiert ist, aber er nicht dazu sagen könnte, wie die denn aussehe. Also aus einer Gesellschaft, also dass es sowieso nicht möglich ist, aus einer Gesellschaft heraus, wo diese Gleichheit nicht realisiert ist, da eine Aussage drüber zu tätigen. Aber weil das ist doch denn so, ich finde, das ist doch auch so diese Vision dann halt, die da dahinter steht. Also die Gesellschaft ohne Verbrechen ist eine Gesellschaft der sozialen Gleichheit. Und die Aussage, naja, irgendwie ist, wir brauchen halt schon diese Verbrechen, weil dadurch halt die Normen konstituiert werden, die eine Gesellschaft erst aufrechtzuerhalten, ist dann ja in gewisser Weise halt dann so, dass man dann so formuliert, ja, es wird halt immer Ungleichheit, also es wird halt immer soziale Ungleichheit geben und es wird halt immer Menschen geben, die halt in die Lage geraten, dann Verbrechen zu begehen und so weiter. Also was du jetzt erklärst, ist ja durchaus meines Wissens ein soziologischer Ansatz für Verbrechen, neben den bisher genannten, als bekannt als Machttheorie, glaube ich, wo Mächtige sozusagen ihre Standards zum Maß aller Dinge erklären und Leute, die da nicht mithalten oder nicht mithalten können, sind dann halt zu Abweichlern erklärt. Das ist natürlich die Frage, inwieweit sich das jetzt wirklich von Durkheim unterscheidet, wahrscheinlich im Wollen mehr. Bei Durkheim ist es so, die Gesellschaft braucht diese Abweichler sozusagen, um zu existieren. Mhm. In der Machttheorie werden die nicht gebraucht. Es ist aber nichtsdestotrotz eine Zuschreibung. Es ist mehr oder weniger dann, ist es auf jeden Fall eine Zuschreibung, aber vor allen Dingen ist es dann keine Notwendigkeit der Gesellschaft, sondern nur ein Symptom für den Zustand einer Gesellschaft. Was meint unser Experte dazu? Also ich glaube, dass das eine höchst theoretische Diskussion ist, da... Absolut. Ja. Dazu sind wir doch da. Natürlich, aber
Also der Kriminologe spricht ja davon, dass Kriminalität ubiquitär ist. Im Übrigen, wir hatten es, glaube ich, letzte Woche schon angesprochen, abweichendes Verhalten. Und ich glaube, wir sollten tatsächlich von Devianz sprechen, nicht von Verbrechen, weil mein Polizeiherz pocht immer gleich, weil Verbrechen sind ja Taten, die mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr belegt sind. Also das ist ein fester Terminus technicus. Insoweit glaube ich, dass Devianz da besser ist. Zumal in Verbrechen, das ist ja auch immer, das hat ja auch so eine moralische Qualität, das Wort Verbrechen, weil während Devianz ist ja erstmal nur die Abweichung von irgendeiner Form, die ja gar nicht schlecht sein muss. Also. Im Übrigen, also ich sag mal, Verbrechen haben ja auch positive Wirkung, oder jetzt sage ich jetzt schon Verbrechen, abweichendes Verhalten hat ja auch positive Wirkungen. Nee, denken wir nur an Kunst und was weiß ich was, also nur so kannst du ja auch Fortschritt produzieren. Aber letztlich glaube ich, dass es immer Unterschiede gibt. Also letztlich, ich bin ja in der DDR aufgewachsen und da war ja soziale Gleichheit. Ich will jetzt hier keine politische Diskussion anfechten. Ich glaube aber, da war politische Gleichheit ja doch noch eher gegeben, als es jetzt ist. Und dennoch gab es bei uns auch abweichende Verhalten, weil es gibt immer Leute, die mehr haben. Es gibt immer Leute, die mehr anhäufen können. Das mag tatsächlich auch mit dem Intellekt zusammenhängen, dass also klügere Leute eher etwas schaffen als schlichtere Menschen. Und auch da haben wir Abweichler. Und ich weiß gar nicht, ob René oder Thomas, du das jetzt gesagt haben, sie werden tatsächlich dann zu Abweichlern gemacht. Oder wir nehmen die Rothaarige, die komisch ist, weil sie halt rote Haare hat und nicht so wie alle anderen Weiße oder Schwarze. Ja, ich habe sogar tatsächlich, ich habe mal gehört, dass Rothaarige keine Seele hätten. Ja, ich habe gehört, dass Rothaarige, das Haare rot werden, wenn das Gehirn anfängt zu rosten. Aber ich glaube, das ist auch nur eine Zuschreibung. Naja, wie auch immer. Also würdest du sagen, ist das so eine Art Kriminalität, ist so eine Art Mutation, die einmal zu etwas Neuem führen kann, zu einer neuen Art und Weise oder halt zu Krebs? Den Biologismus ein bisschen. Ja, wenn du diese Metapher hier mal anbringen willst, ist sie, glaube ich, gar nicht so schlecht. In der Tat, ja. Also wir brauchen sie zwingend. Okay, das ist doch mal ein Wort von einem Kriminologen, einem Polizeiwissenschaftler und einem Polizeihauptkommissar. Ein Appell draußen an die Hörer, wir brauchen dringend Kriminalität. Das möchte ich als Zitat mal festhalten. Jetzt, da du das so quasi nochmal zusammenfasst, klingt das auch anders jetzt. Je nach Qualifikation wird es unterschiedlich bezahlt. Ja, richtig. Aber wir, nichtsdestotrotz brauchen wir Kriminalität genauso wie Strafen. Und ich muss hier mal jemanden ins Boot holen. Da muss ich kurz anmerken, wir haben einen Foucault-Experten draußen auf der anderen Seite des Internets, der aber momentan nur über eine ganz schlechte Handyverbindung reinkommen kann. Wenn ihr es gestattet, ihr beiden, probieren wir das mal und schauen, wie weit wir klarkommen. Das klingt nicht gut, aber der hat eine These und zu Strafen. Und wenn ihr das erlaubt, würde ich ihn jetzt mal versuchen, ins Boot an Land, das ist eine ganz falsche Metapher. Was sagt ihr dazu? Ja, bitte schön. Ich bin sehr gespannt, ja. Okay, ihr könnt euch schon mal, ich gehe jetzt mal so noch tiefer ins Internet und ihr könnt noch ein bisschen plaudern und ich hole den mal hier rein. Das ist nämlich, Moment, dann. Ja. Okay. Thomas, ich möchte dir mal eine Aussage übergeben und dich mal bitten, dazu mal eine Antwort zu geben. Okay, gerne. Wenn die Fallzahlen, also ich denke da jetzt polizeiliche Kriminalstatistik, die wird ja jedes Jahr zu Jahresbeginn vorgestellt. Wir haben, 1000 Ladendiebstähle, 500 Mal wurde ein Auto geklaut, solche Geschichten halt. Das verstehe ich unter Fallzahlen. Okay. Wenn die Fallzahlen
im Vergleich zum Vorjahr um 1% zurückgegangen sind, dann Achso, ich soll das jetzt... Achso, ja, ja. Okay, ha. Dann sind weniger... Dann sind weniger Vorfälle registriert worden. Würde ich mal. Das ist ein interessanter Ansatz. Dann könnte also weniger angezeigt worden sein, womit wir auch gleich den Haken haben zur Anzeigebereitschaft, die quasi ein Viertel des gesamten Fallaufkommens ausmachen. Weiterhin könnte man aber auch sagen, weniger Polizei im Einsatz gewesen, zum Beispiel. Ja, genau, da denke ich ans Lüchow-Dannenberg-Syndrom. Und würde ich dann gleich nochmal drauf eingehen. Und letztlich, dann könnte tatsächlich weniger stattgefunden haben. Ja, und also das, ich bin ja gegenüber von Statistiken immer ein bisschen skeptisch. Deswegen habe ich das auch genauso formuliert, weil tatsächlich, also ich denke tatsächlich aus der bloßen Erhebung, dass irgendwie weniger halt von diesen Vorfällen registriert werden, lässt sich kaum was darüber sagen, außer eben, dass weniger Fälle registriert wurden. Also kaum trifft es gar nicht, würde ich an dieser Stelle nicht sagen wollen. Kaum trifft es tatsächlich. Nein, also es gibt ja tatsächlich, die Frage ist, kann man Prävention messen? Ja, ja. Da gibt es natürlich diverse Ansätze, die besagen, dass man Prävention durchaus messen kann. Und damit meine ich nicht Verdrängung, wenn wir also in der Lage sind, unsere Drogenklientel aus Rostock in den Landkreis Rostock zu schieben, dann haben wir sicherlich auch einen Rückgang der Fallzahlen für Rostock, aber eben nicht für den Landkreis. Lüchow-Dannenberg-Syndrom, das ist ganz spannend. Das merke ich auch tatsächlich jetzt bei unserer Dienststelle. Vorher waren wir ja so im Grünen. Salopp würde man hier auf dem Land sagen, da wären wir im Arsch der Welt. Mittlerweile sind wir also tatsächlich mitten im Geschehen, im Nobelghetto. Und Lüchow und Dannenberg, das kennt ihr ja, damals gab es ja die Demos im Raum Gorleben wegen dieser ganzen Brennstäbe. Mhm. Und da hatte man wegen der vermuteten zahlreichen Demonstrationen, hat man die Kriminalpolizei, da ist sie wieder, die Kripo, in Lüchow-Dannenberg verstärkt. Durch, glaube, 15 Mitarbeiter waren das seinerzeit. Und tatsächlich stieg die Anzahl der registrierten Tatverdächtigen an. Als dann die erwarteten Demos ausblieben, sind die Tatverdächtigen aber dennoch angestiegen bei Beibehaltung der Kollegen. Was heißt, Anzeigeverhalten hat einen enormen Einfluss auf die Fallzahlen. Und letztlich merkt man tatsächlich so, ach Mensch, wenn wir schon mal in der Nähe der Polizei sind, dann zeigen wir mal den Diebstahl unseres Fahrrades von vor 3 Wochen an. Wollte ich zwar nicht, aber Gelegenheit macht Anzeige, will ich das mal sagen. Aber ist es dann nicht so, dass Anzeigeverhalten irgendwie gemessen wird in einer parallelen Statistik? Also wäre ja dann sinnvoll, dass man durch Umfragen und so weiter versucht, Anzeigeverhalten zu operationalisieren, um diese Statistik dann entgegenzustellen gegen die Kriminalstatistik. Das Problem ist, dass wir uns über zahlreiche Statistiken unterhalten, die allesamt nicht, wie sage ich das jetzt, den Lebenslauf eines Verfahrens skizzieren. Wir haben die polizeiliche Kriminalstatistik als Ausgangsstatistik, die ja sehr gerne durch die Politik verhackstückt wird. Wir haben die verurteilten Statistik, meinethalben, aber da gibt es keine Deckungsmasse. Und die Anzeigebereitschaft, die kann man zum Beispiel durch kriminologische Regionalanalysen erheben. Ganz spannende Geschichte hatte ich vor drei Jahren auch mal gemacht. Da kann man so ein bisschen Anhalte bekommen. Und da sieht man dann auch, dass das Anzeigeverhalten sehr deutlich mit dem Delikt zusammenhängt. Heißt also, wenn wir eine Totalentwendung eines Pkw haben, da ist die Anzeigebereitschaft 100%, da es da de facto auch Kohle für gibt. Aber
zum Beispiel den Diebstahl eines Fahrrades, da kann man drüber diskutieren, je nachdem, was die Versicherung zulässt, aber so einfache Körperverletzungen oder so, da gibt es verschiedenste Gründe, warum solche Geschichten nicht angezeigt werden. Jetzt, wo du das sagst, kommt mir, also es gibt eine Statistik, von 2014, so eine 14-Jahres-Langzeitstudie, die auch mit der Uni Bielefeld zusammen gemacht wurde, wo verschiedene Sachen erhoben wurden. Und können wir ja später nochmal drüber diskutieren. Aber ein Punkt war, dass die Gewaltdelikte unter Migranten nicht häufiger sind oder von Migranten, Jugendlichen mit Migrationshintergrund nicht häufiger sind als die von Deutschen. Jetzt könnte man ja, wenn man jetzt böse wäre, überlegen, ob es nicht daran liegt, dass in bestimmten Kreisen dann überhaupt kein Anzeigeverhalten stattfindet, wenn die sich untereinander aufs Maul hauen. Und dass bestimmte Gruppen eigentlich ein höheres Kriminalitätspotenzial haben durch ihre Gruppenkultur oder so als andere, aber wenn die sich untereinander dreschen, es weniger häufig zu Anzeigen kommt, und wenn man dann die Statistik sich anguckt, könnte es ja sein, dass dadurch die Sachen sich gleich verhalten. Also ich sage nicht, dass das so wäre. Das ist jetzt nur ein Punkt, der mir so gar nicht bewusst war, als ich die Statistik gelesen habe, dass man da eventuell noch mal gucken müsste, einfach mal. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, sowas, wie stark noch andere Autoritäten in irgendwelchen sozialen Gruppierungen vorhanden sind. Ich könnte mir... Ach, da ist jemand dazugekommen. Hallo. Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken. Oh, jetzt wurde gerade angerufen. Störe ich? Oh nee, der Ton ist sogar besser als beim Soundcheck gestern. Ja, hallo. Jetzt haben wir hier noch jemanden rein bekommen mit einer rein Handyverbindung. Und zwar den Tom Kraftwerk. Genau, hi. Hi. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Mit wem spreche ich denn so? Ja, also, ja. Ihr kennt euch schon, deswegen solltest du vielleicht das übernehmen, genau, René. Ach so, ja, ich bin der René und das ist der Thomas da. Hallo. Thomas, hallo René. Ja, wir sind hier die Sovi-Stammtischler und hier haben wir unseren Experten, der alles ist, was man bei der Polizei nur sein kann. Ja, außer Kriminalhauptkommissar. Außer Kriminalhauptkommissar. Ja, genau. Alexander... das ist ein Schwinkendorf. Schwinkendorf, ja. Ah. Ja. Hallo, Alexander. Wir haben dich schon. Andreas, aber die Richtung stimmt schon mal. Okay. Ja, möchtest du als Tom Kraftwerk weitergeführt werden hier? Ja. Okay. Okay. Du bist ja sehr aktiv auf Twitter, aber dein Twitter-Account kannst du ja mal nennen. Oder möchtest du das auch nicht nennen? Doch, klar, das ist ja Tom Kraftwerk. Beziehungsweise Studentenleben als Oberbegriff. Ja, genau. Da könnte man rein. Immer sehr lustige Tweets. Und bist mir in meiner Timeline aufgefallen. Und du bist ja Foucaultianer. Also du hast dein Bachelor in Sachen Foucault, Strafen, Gefängnisse und so weiter gemacht. Und du hast mir gestern eine These auftischen wollen. Ja. Über Gefängnisse. Und da kannst du dir mal hier, wo jetzt Beistand, wo jetzt expertiser Beistand ist, kannst du dir mal mit unserem Experten diskutieren. Ja, sehr gern. Also tatsächlich habe ich meinen Bachelor jetzt gerade gemacht und studiere im Master. Ich bin Soziologe und habe die These in meiner Bachelorarbeit vertreten, dass das Gefängnis als Institution unserer Gesellschaft, disziplinieren bzw. resozialisieren soll, gescheitert ist. Das Gefängnis ist gescheitert, soweit war meine These. Das Ganze habe ich mit Foucault versucht zu untermauern bzw. darzustellen, warum diese Disziplinarmacht in Gefängnissen, die ja Foucault beschreibt, als wesentlichen Teil von der Institution Gefängnis tatsächlich nicht zustande kommt. Ich bin gespannt. Ich würde mir das gerne mal näher anhören.
dass du das vielleicht mit 2, 3 Sätzen mal begleitest. Okay, alles klar. Es ist erstmal rein statistisch so, dass wir in Deutschland 80% teilweise Rückfallquoten haben von Straftätern, die in Gefängnissen waren. Diese Statistik bezieht sich darauf, dass diese Straftäter innerhalb von 4 Jahren nach der Entlassung erneut straffällig werden und auch wieder ins Gefängnis wandern. Darf ich mal zwischengrätschen? Ja. Das ist zwar sehr unhöflich, ich weiß, sich in deinem Gedankenfluss zu unterbrechen. 80% habe ich richtig verstanden, ja? Jawohl. Da würde mich zum einen interessieren, woher du diese Zahl hast, weil die erscheint mir absolut unrealistisch. Zum zweiten frage ich mich natürlich, ob es sinnvoll und zielführend ist, da keine deliktische Unterscheidung vorzunehmen, halte ich für ziemlich gefährlich. Ja, okay. Tatsächlich wollte ich gerade sagen, dass es natürlich sehr schwierig ist, das Ganze statistisch zu fassen, da man natürlich erstmal gucken kann oder gucken muss, was sind das für Straftäter, die in Gefängnissen einsitzen und weshalb. Und vor allem kann man dann natürlich auch per Biografieforschung erstmal gucken, sind die auch als Jugendliche möglicherweise in gewissen Verhältnissen aufgewachsen, die das begünstigt haben und so weiter. Ja, jetzt haben wir... Kann aber kurz sagen, diese Statistik stammt von Hubertus Becker, 2008. Das Buch heißt Ritual Knast, die Niederlage des Gefängnisses, eine Bestandsaufnahme im Forum Verlag. Das ist die erste Auflage, gab danach auch keine weiteren, soweit ich das weiß. Und er hat hinten im Buch ein Nachwort, einige Statistiken aufgeführt. Er gliedert das Ganze dann auch noch weiter auf, aber dort heißt es, dass eben zur Zeit, als er dieses Buch geschrieben hat, also 2008, in den letzten 4 Jahren, also Inhaftierte 2004, oder freigelassen im Jahr 2004, 80% der Straftäter in Deutschland wieder im Gefängnis gesessen haben oder aktuell wieder sitzen. Also das möchte ich stark bezweifeln. Ich glaube auch, dass das irgendwo aus dem Kontext gezogen ist, denn die Lebensverlaufsforschung sagt da was absolut anderes aus. Okay, dann möchte wir ich jetzt wieder... Nee, das ist ja kein Problem. Dann kann in man ja jeder Sendung, die es überhaupt gibt in den Medien, dass sich zwei Leute Statistiken gegenüber halten. Ja, genau. Das alle ratlos dastehen. Du, Erwartbarkeit von Erwartungen. Ich möchte also gerne die Erwartungen decken. Wenn wir gerade bei Erwartbarkeit von Erwartungen sind den klassischen Formen, die wir in allen Unterhaltungsmedien finden, so möchte ich hier erstmal das Wort an mich vergeben. Denn, Bezug auf Erwartung von Erwartungen, das rechne ich mir als Systemtheoretiker einfach mal diese Begrifflichkeiten zu. Und um das zweite zu bedienen, möchte ich nämlich jetzt das Modell des Cliffhangers einführen. Denn tatsächlich ist auch diese Sendung mittlerweile eine gute halbe Stunde lang. Und diese These, die werden wir dann in der nächsten Sendung nämlich diskutieren. Und das ist eine sehr spannende These, deswegen gleich dieser Cliffhanger angebracht. Beim Publikum werde ich mich dafür entschuldigt. Ich gehe dann auch gleich, wie es Tradition verlangt, mit einem Zitat aus. Und zwar. Bist aber ganz schwer zu verstehen. Ganz schwer zu verstehen. Ja. Aber mach dein Zitat noch zu Ende. Okay. Michel Foucault, es gibt in dem Augenblick ja da die Frage, ob man anders denken kann, als man denkt und auch anders wahrnehmen kann, als man sieht, zum Weiterschauen und Weiterdenken unentbehrlich ist. Und mit diesem Gedanken zu diesem Zitat lasse ich jetzt alle da draußen alleine und wir werden die Frage, ob wir diese These, die von Tom Kraftwerk hier reingestellt wurde, weiter diskutieren, mit Ja beantworten und zwar nächste Woche. Dankeschön. Bis dahin. Tschüss. Ein schönes Leben. Tschüss. Okay, so. Dann ist jetzt eine Woche vergangen. Okay.
Die verging wie im Fluge. Ja, das ist alles relativ, alles konstruiert. Wie schnell doch die Zeit vergeht, wenn man mal nichts sagt. Okay. Ich mache meine Stoppuhr. Kann ich anfangen? Ja. Okay. Hallo zurück zum Sovi-Stammtisch, der auf 30 Minuten festgelegten Zeiteinheit, in der wir uns mit allen möglichen Dingen aus dem Bereich der Sozialwissenschaften beschäftigen und locker ein wenig drüber babbeln. Heute zusammen mit Kriminologen, Polizeiwissenschaftler und Polizeihauptkommissar Andreas Schwinkendorf und dem Tom Kraftwerk, der Soziologiestudent ist und seine Bachelorarbeit über Foucault geschrieben hat mit dem Strafen und Gefängnis, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist jetzt mittlerweile eine Woche her. Und du bist, wir sind das letzte Mal mit einem Cliffhanger rausgegangen. Ach so, ja, René ist auch da. Ja, René und ich, wir sind ja Inventar. Mich nimmt man ja nur wahr, weil ich das hier einleiten darf. Genau, ich will gar nicht die Zeit verlieren, denn wir sind das letzte Mal mit einem Cliffhanger rausgegangen, für den ich mich hier nochmal entschuldige, für so ein banales Unterhaltungsmedienmittel. Ja, und deshalb muss ich ganz schnell auch nochmal dazwischengrätschen als technischer, wie sagst du immer, im Impresario? Hausmeister. Okay. wir haben ein bisschen Verbindungsprobleme und der Tom Kraftwerk, nochmal dein Twitter-Account, für alle, die jetzt eingeschaltet haben. Mhm. Ja, Tom Kraftwerk, Studentenleben. Ja, interessante Twitter-Tweet. Wir haben ein bisschen technische Probleme und deshalb schalten wir dich nur 10 Minuten zu. 10 Sekunden, nein, ich hoffe, deine These und Begründung ist nicht allzu lang. Ja, weil zu viele Leute, das raubt uns hier Qualität. Du kommst aber später nochmal in den Sovi-Stammtisch gesondert. Nur so viel, dass wir dann nach 10 Minuten, dass es dann nicht heißt, wir schmeißen hier einfach unsere Gäste raus. Ist klar, okay. Das tun wir zwar, wir wollen es nur nicht gesagt haben. Okay. Du bist das letzte Mal nämlich mit einer Steinthese rausgegangen, die ihr schon angefangen habt zu diskutieren, die wir wahrscheinlich aber jetzt nochmal die du am besten jetzt mal wiederholst und dass wir das alles nochmal den Leuten ins Gedächtnis, und mit den Leuten meine ich vor allen Dingen René und mich, ins Gedächtnis rufen. Genau, ich hatte die gewagte These, dass ich das Gefängnis als gescheiterte Institution sehe, dass das Gefängnis nicht mehr seinen Auftrag erfüllt, Straftäter und straffällig gewordene Menschen zu resozialisieren und in ein Leben zu entlassen, in dem sie keine Straftaten mehr begehen, sondern sich an Gesetze halten. Und du hattest dich da ja vor allen Dingen auch abseits der statistischen Dimension, theoretischen Dimension, auf Foucault gestützt. Ja, genau. Denn Foucault spricht ja nun von Machtverhältnissen, die in Disziplinarinstitutionen, so nennt er sie vielleicht, ich weiß nicht, ob die Zeit ausreicht, das nochmal zu erklären, vielleicht kommen wir da nochmal zu, aber spricht das davon, dass diese Machtverhältnisse, die dort vorherrschen, das Individuum disziplinieren sollen. Und diese Machtverhältnisse kommen dadurch zustande, dass man Kontrolle ausübt durch Wissen. Wir haben, um das vielleicht doch ganz kurz einzuleiten, das Panoptikum als Gebäude, als Struktur, als architektonische Struktur, die das Ganze perfektionalisiert. In modernen Gefängnissen ist es tatsächlich dann ja nicht mehr diese architektonische Struktur, sondern wird das Wissen bzw. die Kontrolle durch moderne Technik, durch Kameras und so weiter und so fort ausgeübt. Das ist total, ich liebe einfach das, also ich liebe das Bild des Panoptikums von Foucault, weil das erinnere ich mich tatsächlich noch an mein Bachelor-Soziologiestudium, da war es auch so das erste, womit ich von Foucault konfrontiert, dieses Panoptikum. Und das, allein dieses Bild dieser Disziplinierung hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt damals. Aber
Und du raubst unserem Gast Zeit. Ja, entschuldigung. Alles gut. Ich schwärme, ja gut, okay. Ja, ich habe den... Soll ich mal... Ja, bitte, ich habe den Faden sowieso verloren. Okay, ich versuche gerade mal wieder einzusteigen. Also, durch diese Disziplinierung und in erster Linie durch die Überwachung soll eben bei dem Individuum konditioniert werden, dass es sich an gewisse Verhaltensregeln hält, die eben vorgegeben werden. Das hängt damit zusammen, dass in der Theorie das Individuum sich ständig beobachtet fühlt, aber nicht weiß, ob es gerade beobachtet wird. Und dementsprechend 24/7, könnte man sagen, zu befürchten hat, einen Regelverstoß direkt sanktioniert zu bekommen. Das ist tatsächlich aber in Gefängnissen nicht gang und gäbe. Ganz im Gegenteil. Es gibt gerade in Gefängnissen durch die Tatsache, dass wir, wenn wir da Goffman mit reinnehmen, eine totale Institution haben, nur Straftäter auf einem Haufen haben, die im Endeffekt eine ganz eigene Sozialstruktur bilden. Das heißt, in Gefängnissen sind ganz andere Werte tatsächlich sanktioniert und aber auch befürwortet verknüpft, die in der Welt außerhalb dieser totalen Institution ganz das Gegenteil sind. So herrscht zum Beispiel in Gefängnissen eine hierarchische Ordnung in Sachen Straftaten, die begangen wurden, Erfahrungen, die man mit der Polizei gemacht hat, mit dem Justizsystem insgesamt. Und so werden Gefängnisinsassen, die beispielsweise einen Mord oder einen ziemlich gerissenen Betrug begangen haben, in dieser Hierarchie höher angeordnet als diejenigen, die, sage ich mal, Sexualstraftäter waren. Gerade was so Sexualstraftaten mit Kindern angeht, ist vielleicht allgemeinhin bekannt, dass die es im Gefängnis nicht ganz so leicht haben. Und so entwickelt sich dann eine Sozialstruktur, die dem Insassen, je länger er im Gefängnis ist und je länger er mit dieser Sozialstruktur konfrontiert ist, dafür konditioniert wird, dass er sieht, okay, ich bekomme meinen Obolus, ich bekomme soziale Anerkennung, wenn ich es schaffe, gerissene Straftaten zu begehen, wenn ich es schaffe, auch an dem Wachpersonal vorbeizukommen und dann irgendwie möglicherweise Drogen ins Gefängnis zu bekommen, durch Bestechung oder durch Schmuggel, wie auch immer, sich nette Sachen zu überlegen, um diese ganze Gefängniskultur und den eigentlichen Sinn des Gefängnisses auszuhebeln. Und so kommt man eben dann als Straftäter rein. Es gibt da diesen schönen Film Blow, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, mit Leo DiCaprio, meine ich, der ins Gefängnis kommt und der spricht dann... Spricht dann aus dem Off. Ich ging mit einem Vordiplom in Grashandel ins Gefängnis und kam mit einem Doktortitel in Kokainhandel wieder raus. Und das ist tatsächlich ganz allgemein so zu sehen. Wenn man tatsächlich sich dann mit den Straftätern dort zusammensetzt und erzählt, warum man einsitzt, was man für Fehler gemacht hat, wie blöd das doch alles war, zeigt man gleichzeitig den anderen Insassen, diese Fehler darfst du einfach nicht begehen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde ich jetzt hier gar nicht so einsitzen. Wenn ich nicht, sag ich mal, meine Freundin eingeweiht hätte, die mich verraten hat, wenn ich nicht den und den angesprochen habe, ich hatte vielleicht das falsche Klientel, die falsche Kundschaft mir ausgesucht, dann würde ich jetzt tatsächlich auf freiem Fuß sein, ein reicher Mann, angesehen und hätte dieses und jenes Auto und so weiter und so weiter. Und so spielt sich das dann hoch, sodass tatsächlich Verbrecherschulen entstehen. Es entstehen ganze Lehrgänge, wo man sich dann austauscht und sieht, oh, du bist auch ein Drogendealer, was hast du denn für einen Fehler gemacht? Und so wird der Straftäter irgendwann entlassen, kommt dann in die Bewährungshilfe und sieht sich eben mit seinem Entlassungsgeld dann auf seinem Fuß und muss dann überlegen, was er jetzt treibt. Und was macht er dann? Das ist, denke ich, eine ganz menschliche Sache, die Sachen anzuwenden, die man auch vorher gelernt hat. Und was er im Gefängnis gelernt hat, und das ist natürlich eine ganze Menge, wenn man, sage ich mal, so ein paar Jahre dort gesessen hat und sich dann an die Abläufe auch gewöhnt hat, beziehungsweise sich mit den Leuten, die kommen und gehen, ausgetauscht hat, ist das durchaus so, dass die Leute so überzeugt von ihren Taten sind oder von ihrem angeeigneten Wissen, dass sie danach weiterhin Straftaten begehen, in dem Glauben, nicht mehr erwischt zu werden, sondern das schöne Leben zu haben, von dem sie im Knast geträumt haben. Mhm. Und das ist soweit als Prionisierung durchaus zu verstehen. Also das ist ein Begriff, der geprägt wurde, weil eben auch diese Strukturen, die in Gefängnissen vorher
schon sehr, sehr stark an den Tagesablauf gekoppelt sind und sehr viel überwacht werden eben. Und wenn die Straftäter in Freiheit dann gelassen werden, haben sie eben diese Struktur nicht mehr im Tag, sondern sie sollen von heute auf morgen wirklich entscheiden, wie gestalten sie ihren Tag, womit verbringen sie ihre freie Zeit. Und das ist dann ein ganz großes Problem tatsächlich für viele, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Zumindest sieht es die Theorie so vor, die ich auch diese theoretische Annahme vertreten habe, ja, dass das Ganze kontraproduktiv ist. Gegen Ende der letzten Sendung und der letzten Folge hattest du ja auch eine Statistik dafür ins Feld geführt und Andreas hatte da diese Statistik bezweifelt. Wir wollen auch nicht diese Statistikdiskussion fortführen, weil die ist tatsächlich immer ein bisschen müßig, wenn man die Statistik nicht prüfen kann. Aber jetzt zu diesem theoretischen Unterbau würde mich ja interessieren, was du dazu sagst, ob das dir plausibel erscheint. Was genau meinst du jetzt, was Tom gerade ausgeführt hat? Genau. Also für sehr lange Freiheitsentzüge würde ich das genauso unterschreiben wollen. Für kurze Freiheitsentzüge, ich denke bis zu einem Jahr, glaube ich, lässt sich deine Ausführung nicht so ganz halten. Du hast vollkommen recht, dass es Austausch gibt zwischen Straftätern, dass es dort auch neue Fähigkeiten und Fertigkeiten gibt. Auch da bin ich ganz klar bei dir. Ich glaube aber nicht, dass das bei kurzfristigen Inhaftierungen wirklich von Relevanz ist. Und wenn man sich die, jetzt muss ich doch nochmal ein kleines Statistikchen reinbringen, wenn man also tatsächlich guckt, wie hoch die Dauer der Inhaftierung ist, dann ist sie ja vornehmlich eher im niedrigeren Bereich angesiedelt, deliktspezifisch betrachtet. Und dann glaube ich, dass deine These so nicht zu halten ist. Okay, also du würdest mir da... Gibt es denn ja. da Untersuchungen oder wäre das jetzt ein Auftrag an unsere Hörerinnen und Hörer, die bei kurzfristigen Inhaftierungen den Grad der Sozialisation dieser Subkultur, dieser Gefängnissubkultur dann mal darzustellen, wie stark die dann internalisiert wird von Leuten, die jetzt da nur ein halbes Jahr reinkommen? Weil ich kenne dieses Argument tatsächlich auch. Ich kann dazu jetzt nicht sagen, plausibel finde ich das schon. Da kommt einer rein, der vorher gar nicht straffällig war, nur für ein Jahr oder so, ist dann da drin und wird umgedreht, wird ein Krimineller. Wir wollen ja kriminell gar nicht so diesen Begriff so. Aber der wird dann, der kommt dann mit diesen Praktiken und mit diesen Hierarchien in Kontakt und übernimmt die. Das kenne ich als Argument auch. Also nicht wissenschaftlich untermauert, das haben halt Politiker ab und zu gebracht als Argument. Und ja, da müsste man sich tatsächlich die Forschungslage dann mal angucken. Also es gibt da eine Forschungslage, die kann ich jetzt allerdings nicht wirklich herreichen, da müsste ich mich vorbereiten, die also die verschiedenen Phasen der Inhaftierung ganz konkret untersucht und tatsächlich auch nachweist, was denn mit dem Inhaftierten passiert. Also die erste Phase, so erinnere ich noch, dass die einfach nur drin sitzen und sagen, okay, das war's dann wohl. Dann die Phase der Akzeptanz. Wie gesagt, ich will jetzt hier auch kein unsicheres Halbwissen hier zum Besten geben. Aber da gibt's Untersuchungen zu, ja. Genau, für das unsichere Halbwissen, dafür ist ja das Stammpersonal zuständig. Da könnte man, mein Vorschlag wäre, weil ich sehe jetzt hier an der Anzeige, dass wir sind halt vier Leute bei Skype und da merke ich, wie die runtergeht, die Verbindungsqualität. Da wäre mein Vorschlag, dass das doch ein guter Cliffhanger wäre und wir, wenn wir hier das uns besser ausgestattet haben und der Tom besser ausgestattet ist, nochmal zusammensetzen und der Polizeihauptkommissar, ich will mal Kriminalkommissar sagen, dann mal vielleicht die ein oder andere dieser vorbereiteten Blätter mitbringt. Ja, also ich habe auch... Wäre sicher, fände ich eine spannende Sache. Ich habe schon eine grobe Idee.
Weil wir müssen rausschmeißen und das nächste Mal, wenn ihr euch zu dritt dann oder ihr Kriminalisten hier euch, dann würde ich rausgehen in der Zeit. Was hast du denn für eine Leitung? Also ich sag mal, die Tonqualität, wir zapfen hier Skype an und bei 4 Leuten ging sie runter. Und bei 3 geht sie dann wieder rauf. Und die Hörer und Hörerinnen hören halt das, was wir auch hören. Und da kommt der Thomas zum Beispiel verzerrt rüber. Ja, ich fragte nur nach der Bandbreite deiner Internetleitung. Das ist eigentlich eine gute. Das ist eigentlich eine gute, aber kommt halt immer drauf an. Wenn ich ganz kurz noch was einwerfen darf, bevor ich wieder aus der Leitung verschwinde, um euch besser hörbar zu machen für die Zuhörer und Hörerinnen. Ich möchte ganz klar darauf hinweisen, dass ich nicht sage, Gefängnisse müssen abgeschafft werden. Ich sage nur, dass das Gefängnis als Institution dahingehend gescheitert ist, dass wir uns wirklich überlegen müssen, Menschen ohne diesen totalitären Charakter versuchen zu disziplinieren. Das funktioniert, es gibt durchaus alternative Strafformen, die sind jetzt relativ neu für die interessierten Hörer und Hörerinnen, die können ja gerne mal googeln, das nennt sich Creative Sentencing, führt in erster Linie zum Kopfschütteln, gerade wenn man es so liest, wenn man sich das Ganze wissenschaftlich aber erörtert, sind da durchaus nette Ideen dabei, die es sich lohnt weiter zu verfolgen. Der Staat hat ja im Endeffekt nur 2 Aufgaben und die eine ist die Resozialisierung von Straftätern, ganz klar, die andere ist aber auch, Bürger und Bürgerinnen vor Straftätern zu schützen. Und dementsprechend muss irgendwie eine Möglichkeit gefunden werden, dass diese beiden Aufgaben miteinander zu kombinieren. Wenn man sich aber die steigenden Zahlen der Inhaftierten ansieht, und das sind Phänomene, die wir gerade in den USA sehen, in Asien, dass da immer mehr Leute tatsächlich inhaftiert werden und auch inhaftiert bleiben, dann muss man tatsächlich drüber nachdenken, eine andere Lösung zu finden, einfach auch zum Wohl, dass der Staat weniger Ressourcen dafür aufbringen muss und diese eingesparten Ressourcen möglicherweise in Prävention steckt. Und da gibt es verschiedene Angriffsweisen, die man da durchaus sich vornehmen kann. Und ich denke, das ist so eine Aufgabe der Wissenschaft für die kommenden Jahre, die uns auch durchaus noch eine ganze Weile begleiten wird, in der Hoffnung, dass da natürlich irgendwann ein Reformprozess angetreten wird, der da Besserung verspricht. Naja, spätestens wenn du dein Master dann hast, liegt das Konzept vor. Legst du das Konzept für die Lösung. Also. Ich gebe mir Mühe, an diesem Diskurs teilzunehmen. Ja. Okay, danke. Also ich muss jetzt technisch hier mal einschreiten. Ich würde da gern Mäuschen spielen und mir das dann mal anhören, wenn ihr beide aufeinandertrefft und so 2 Kriminologie-Experten miteinander reden. Also ich würde darum bitten, ich bin aber kein Kriminologie-Experte, ich bin ja nicht mal Kriminologe, ich bin ja Soziologe. Ich wäre gerne mal Kriminologe, aus dem Grund würde ich mich tatsächlich auch gerne mit dem Thomas unterhalten. Andreas, das hilft dir gar nicht für den Bereich der Kriminologie. Ohne Gesichter ist tatsächlich schwierig, den Richtigen hier anzusprechen, aber ich erkenne die Stimme. Okay. Ja. Also du müsstest auflegen, weil wenn ich auflege, sind alle draußen. Okay, dann werde ich jetzt nicht auflegen und euch noch ein bisschen ärgern. Nein, ich wünsche euch noch eine schöne Session. Okay. Abend. Vielen Dank, Tom. Ciao. Ist er noch drin? Oder ist er schon raus? Nee, jetzt ist... Wer ist denn jetzt alles drin? Ich. Okay, gut. Ja. Ich werde mich mal ähnlich präzise äußern. Ich auch. Okay. Ja, jetzt höre ich euch auch besser. Also, ist halt so. Da würde ich nämlich, wenn das nicht besser wird mit Skype, dann würde Thomas das alleine übernehmen, weil ich das durchaus spannend finde, da mal 2 Experten aufeinandertreffen zu lassen. Jo. Aber nachdem wir in der letzten Folge die Standardformen der Unterhaltungsmedien und Talkshows benutzt haben, Statistiken gegeneinander ins Feld geführt wurden, ein Cliffhanger eingesetzt wurde, haben wir jetzt auch noch die Werbung auf etwas Kommendes drin, hervorragend. Ich möchte so schnell wie möglich diesen Bereich verlassen. was der Tom zu Foucault gesagt hat und mit diesem, also ich weiß gar nicht, ob das
so einen krassen Widerspruch zu Foucault bildet, weil ich habe da noch vorhin, auch natürlich bin ich kein Foucault-Experte, aber das hindert mich ja nicht, da irgendwie zu mich zu äußern. Ja, sonst könnten wir die Sendung überhaupt nicht machen, wenn wir Experten für das sein müssten, worüber wir hier reden. Ja, absolut. weil ich erinnere mich daran, dass Foucault die Gesellschaft auch die gaußsche Normalverteilung, weil diese Glockenform als Metapher dafür verwendet hat und er auch gerade gesagt, Foucault auch gerade darauf hingewiesen hat, dass es diese Abweichung gibt, also das Ziel der da ist es nicht, der Gesellschaft alles zu normieren, sondern halt diese Normalverteilung zu erreichen und natürlich gibt es Extremwerte in diesem, also Devianz, wenn man so möchte. Und das würde ja auch zu dem passen, Andreas, was du gesagt hast, dass Großteil der Inhaftierten sich dann in dem Bereich, in diesem Kurzzeitbereich, so um ein Jahr herum formiert und dieser Bereich von Langzeitinhaftierten sehr gering ist. Aber was dann ja auch dazu passen würde, dass sich da denn gerade relativ stabile soziale Systeme dann bilden, in denen sich, weil das denn halt dieser Abweichungsbereich, diese Extremwerte, die dann verstetigt werden und die dann aber auch in der Gesellschaft halt vorkommen, die Gesellschaft aber auch verkraften kann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, zum einen, ich muss nachher in Kürze auch tatsächlich raus, das nur mal eingeworfen. Zum Zweiten, das Jahr, das war jetzt geschätzt will ich nicht sagen. Das kann ich jetzt, da ich die Unterlagen nicht parat habe, nicht valide sagen. Und was jetzt die Verfestigung von Normen und Werten auch bei Langzeitinhaftierten angeht, da denke ich, ich hatte das ja das letzte Mal schon mal eingeworfen an die Lebensverlaufsforschung. Da hatte ich mich auch im Rahmen eines Referates sehr intensiv mit beschäftigt. Ich finde das eine sehr, sehr spannende Disziplin. Und da wird halt tatsächlich ausgesagt, dass es immer wieder Wendepunkte im Leben gibt, die zu einer Diskontinuität im devianten Verhalten führt. Und deswegen glaube ich, dass trotz einer möglichen Langzeitinhaftierung und einer gewissen, ich nenne es mal tatsächlich Sozialisation, nicht optimale Normen und Werte ist, nach wie vor zu einem entweder schleichenden oder abrupten Abbruch einer kriminellen Karriere kommen kann, wenn eben die in Rede stehenden Wendepunkte anstehen. Vielleicht, ich habe die jetzt mal in der Zeit rausgesucht, also die Studie von 2014, die Langzeitstudie Kriminalität in der modernen Stadt gegenüber 12 Jahre. Und da sind die Ergebnisse, dass Gewaltdelikte bei Migrantenjugendlichen nicht häufiger sind, das haben wir ja schon gesagt, dann Strafen schrecken nicht ab, Erziehungsmaßnahmen bringen mehr, sagt die Studie. Dann weiter, Kriminalität wächst sich, das ist interessant, bei Jugendlichen aus. Das heißt, die interpretieren die Daten so, dass die Jugendlichen im Erwachsenenalter dann sozusagen auf quasi natürlichen, nee, natürlich sagen sie nicht, die sagen, das ist der Verdienst der Familie und der Verdienst der Gesellschaft, die dann die Norm vermittelt. Als Erwachsener, wenn man dann ins Erwerbsleben geht, dann wird man dann wieder rechtschaffend. Und es gibt ja in der Hirnforschung auch die Beobachtung, dass Jugendliche irgendwas im Gehirn ist dort so noch nicht verdrahtet, dass sie Normen und Handlungen irgendwie richtig koordinieren können. Und das würde auch erklären dann halt, warum die, wenn sie ins Erwachsenenalter kommen, dann weniger kriminell werden. Intensivtäter gibt es ja wohl, 8% sind das. Und die 8% begingen über 3/4 aller Gewaltdelikte. Da sind wir auch wieder, Entschuldigung, wenn ich da mal kurz... Gerade Berufsleben kann so ein Wendepunkt sein. Und das finde ich wieder ganz, ganz spannend. Ich bin ja auch, ich möchte fast sagen, ein Statistikfreak. Intensivtäter. Es gibt keine bundeseinheitliche Definition.
zu Intensivtätern, sodass es auch schon wieder schwierig ist, da mit Prozentzahlen zu arbeiten. Ja. Gleichwohl ist es richtig, dass die HINZ, also die herausragende Intensivtäter, für einen Großteil der Straftaten in diesem Alter, das muss man natürlich auch noch dazu sagen, es gibt ja auch Seniorenkriminalität, in diesem Alter verantwortlich sind. Und ich glaube, das, was du von angedeutet hast, nennen wir in der Kriminologie die Episodenhaftigkeit von Jugenddelinquenz. Und es ist tatsächlich so, dass, wenn ich richtig erinnere, zwischen 53% und 69%, also je nach Studie, die man da so hat, der jugendlichen TV nur einmal registriert sind. Wohingegen, da sind wir wieder bei Heinrich Popitz. TV, Tatverdächtige. Ach so, ja, Tatverdächtige. Das ist, die Polizei kürzt gerne ab. Dass aber bis zum 25. Lebensjahr jeder dritte männliche Jugendliche einmal formal vorbestraft ist. Und das sind so Sachen, wir könnten uns natürlich hier diverse Zahlen um die Ohren hauen. Aber gerade deswegen sollten wir vorsichtig sein, auch mit Zahlen der PKS, auf denen ja die Aussage, dass herausragende Intensivtäter für einen Großteil verantwortlich sind, basieren. Denn die PKS berücksichtigt ja nur das Hellfeld. Das Dunkelfeld bleibt ja dort, wo es ist, im Dunkeln. Polizeikriminalstatistik. Polizeiliche, ja, Kriminalstatistik. PKS nur für die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht mit der Polizei in Konflikt geraten sind und sich deshalb mit den Abkürzungen noch nicht so auskennen. Ja, ein Punkt fand ich interessant, dass die sagen, Voraussetzung für eine positive Rückkehr ins, ich sag mal, normale gesellschaftliche Leben sind gesellschaftskonforme Partner. Und so wären Türsteher und Prostituierte zum Beispiel eine sehr ungünstige Konstellation, dann, wenn einer von beiden vorher schon auffällig geworden wäre, haben sie so plakativ hingestellt. Ja, okay, da sind wir ja die Untiefen der Statistik. Ich glaube, da ist ein Podcast auch nicht gut geeignet, weil da muss man was zeigen dann auch. Ja. Optisch. Also sagen wir mal so, eine Visualisierung wäre zweifellos hilfreich. Aber generell, glaube ich, kann man das doch so gestalten. Also nehmen wir jetzt nur mal die Verbrechensuhr. Das muss man nicht visualisiert haben. Da kann sich jeder was darunter vorstellen, wenn man sagt, die Verbrechensuhr, so nennen wir das. Uhr. Also es gibt doch regelmäßig, und dann muss ich tatsächlich mich ausloggen hier an dieser Stelle, das tut mir zwar leid, aber ich muss ja morgen zur Frühschicht. Die Verbrechensuhr, das kennt ihr, das sind auch mal so plakative Abbildungen, aus denen dann hervorzugehen scheint, dass alle 3 Minuten gibt es einen Raubüberfall, alle 5 Minuten Ach so, wird irgendjemand umgelegt oder sowas. Und es ist ganz erstaunlich, das muss man nicht visualisiert haben, aber wenn man die tatsächlich mal auseinander nimmt, die sogenannte Verbrechensuhr, da wird man also deutlich sehen, dass hier Zahlen verhackstückt, dass also hier ein unsinniges Maß für eine scheinbare Gefährdung dargestellt wird, was natürlich totaler Blödsinn ist. Das muss man an dieser Stelle sehr deutlich sagen. Und auch die Darstellung der Jugendkriminalität. Ihr wisst, dass wenn ich quasi ein Diagramm habe und ich habe die senkrechte Achse, also die Y-Achse, und ich gestalte sie von 0 bis 450 und ich habe ein Fallaufkommen von, sagen wir mal, 400 auf 420, dann fällt das bei der Darstellung, die ich eben skizziert habe, nicht auf. Fange ich die X-Achse aber erst bei 400 an, habe ich also einen deutlichen, krassen Anstieg, von dem jeder behaupten wird, ach du großer Gott, hier müssen wir also deutlich mehr Geld investieren. Das kriegt man sicherlich auch ohne Visualisierung hin. Da ist sogar die Visualisierung in dem Fall der Schwindel. Ja. Ansonsten wünsche ich euch erstmal besten Dank. Einen schönen Abend. Ich muss leider morgen zur Arbeit. Du musst, dass wir in Ruhe schlafen können. Ja. Musst du sicherstellen morgen früh. Ja, genau. So können wir das zusammenfassen, richtig. Das war
unser Zyklus der Kriminologie und der Ich glaube, der ist noch gar nicht abgeschlossen. Der ist noch nicht abgeschlossen, nein, aber vorläufig mit Andreas Schwinkendorf. Und ich möchte herausgehen mit einem Zitat, das vielleicht nochmal den politischen Charakter der Kriminalarbeit ins Gedächtnis ruft, und zwar von dem großen Namen, den man mit Machtpolitik verbindet, Niccolo Machiavelli. Der schrieb einmal in seiner Kriegskunst: Wo die Strafen groß sind, müssen auch die Belohnungen groß sein. Und dann, ja, einen sicheren Tag noch. Ja, ja, und einen sicheren Morgen. Bis dann. Tschüss. Jo, ciao. Gut. Ja, schade. Dann haben wir jetzt drei Sendungen, also weil das ist halt ein ultra spannendes Thema, über das, was ich gerne so diese Verflechtung von Polizeiarbeit und Politik, sind wir jetzt gar nicht mehr drauf gekommen. Aber vielleicht findet sich dafür ja nochmal. Achso, das wäre nämlich gewesen, die nächste Folge Polizeiethik. Und da hätte das mit reingepasst. Da habe ich mir viele Notizen gemacht. Schade, dass wir das nicht mehr geschafft haben. Ist der Technik geschuldet, die wir am Anfang noch ausprobieren mussten. Jetzt will ich mal gucken, hier die Aufnahmen. Ach so, die läuft noch.